Servus Leute und willkommen zurück zu Sims 3, Zocken meets Sport. Ja, wir sind jetzt wieder zurück. Ich hoffe, die Folge kommt pünktlich, vermutlich nicht, weil ich das heute nicht ganz schaffe, weil ich ein bisschen was aufnehmen muss. Und ich komme da nicht mehr ganz klar gerade heute, dass ich das alles richtig schaffe, deswegen wird sich vermutlich City XL und Dingens, Gedöns, Moment, City XL und halt Sims 3 hier verspäten. Wir haben in der letzten Folge hier ein bisschen umgebaut. Was will ich im Kaufmodus? Wir haben eh kein Geld. Ich habe jetzt übrigens das Lebensfreude-Addon noch dazu gekauft. Ich habe eigentlich gesagt, ich möchte nicht so viele Addons kaufen. Tue ich auch nicht, aber das war gerade im Angebot, deswegen dachte ich mir. Fuck this shit. So, sie ist schwanger. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt dauert, bis sie jetzt hier das Kind bekommt. Wir haben keine Äpfel mehr, das ist aber an sich auch nicht so tragisch. Ach, die haben wir hier. Ich esse die sicherheitshalber nochmal, weil ich mir nicht sicher bin, ob wir das gemacht haben. Ich glaube aber schon. Wir haben das bestimmt schon gemacht, aber ich habe es wieder vergessen. Ich mache das jetzt sicherheitshalber nochmal, einfach weil ich einen Sohn haben möchte. Es kommt dann vermutlich, wenn wir Geld haben oder so, auch noch eine Tochter hinzu. Aber wir schauen jetzt erstmal. Ich möchte auf jeden Fall mal schauen, was da rauskommt bei. Bin ich ja gespannt. Am Baby sieht man das blöderweise immer nicht so gut, aber das geht schon. So, sie ist wieder vollgestopft, das passt. Sie kann aber auch mal ein bisschen schlafen. Jetzt ist es immerhin 23 Uhr. Ihr habt da hinten jetzt ein neues Schlafzimmer. Wobei mir gerade auffällt, ich muss noch was machen. Nämlich haben wir hinten kein Dach. Das ist nicht so schön. Ich werde jetzt... Das Haus wird so oder so früher oder später mal umgebaut. Ich werde jetzt hier mal... Moment, wo war denn das hier? Erstmal so ein Dach hier hinten drauf machen. So nicht, okay. Dann darf ich das doch nicht. Gut. Dass das hier halt... sich anfügt. Das sieht scheiße aus, ne? Kann ich das vielleicht bis hinten durchziehen? Ja, dann passt das auch. Gut. Ich werde das sowieso, wenn hier eventuell mal ein zweiter Stock draufkommt, ich glaube aber nicht, dass das passieren wird. Schauen wir mal, wie das wird. Dann werde ich das auch ändern. Warum haben wir hier eigentlich noch die Weihnachtsbeleuchtung, wenn noch Frühling ist? Oh, Entschuldigung. Ich bin so blöd, weil ich switch hier ständig durch die Gegend heute. So, was macht sie denn? Schlafen im Wintermantel, oder ist das dein Schlaf? Ich will es gar nicht wissen. Was macht er denn? Ach, das Internet durchsuchen. Ein Sportspiel gewinnen. Hat er nicht morgen ein Spiel? Moment. Montag, Dienstag muss er arbeiten, aber er hat keinen Spieler. Mittwoch hat er ein Spiel. Okay. Gut zu wissen. Lass mir das mal ein bisschen vorlaufen hier. Moment mal, er kann ja eigentlich jetzt auch mal schlafen gehen. Dann haben wir, überspringen wir uns mal den Tag, also beziehungsweise die Nacht schlafen. Ich habe jetzt, wie gesagt, das Lebensfreude-Add-on noch. Da kommen ja so ein paar Interaktionen dazu, die man noch mitmachen kann. Deswegen habe ich mir das ja gekauft, weil man halt dann auch mit den Sims mehr machen kann an sich. Dann schauen wir da mal, was sich da im Laufe des Spiels so ergibt. Wird sich dann zeigen. Die Katze ist immer noch am Pennen. Ich würde die gern mal aufwecken. Ja, die steht eh bald auf. Kannst mal aufstehen, dann kann ich dein Bett auch woanders hinstellen. Ins Schlafzimmer. Ich könnte es auch im Wohnzimmer stehen lassen, aber gut, das Wohnzimmer ist momentan noch hier. Josie Kleeblatt und Mark Schwaldorf sind nicht mehr befreundet. Das ist schade, ich kenne die Frau gar nicht, also ist mir das eigentlich recht egal. So, du stehst jetzt erstmal noch hier hinten rum, vorm Spiegel am besten. Obwohl, dann können die vermutlich wieder nicht hin hier, ne? Das kennt man ja. Oder wollen wir das mal umstellen? Jetzt, wo die gerade sowieso nicht hier sind... Wie wollte ich das nochmal bauen? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich wollte hier das Wohnzimmer haben, hier vorne. Hier dann Küche, Esszimmer. Also Küche, Esszimmer. Obwohl das Esszimmer etwas arg groß ist, oder? Dann. Ich glaube, wir werden das auch so bauen, dass wir das Wohnzimmer, dass wir das hier so abschneiden. Dann praktisch das Gebiet hier als Wohnzimmer hier und hier dann Küche, Esszimmer machen. Das Problem ist, ich habe kein Geld. Kann ich hier, wenn ich die Wände abreiße. Kriege ich Geld dazu? Super. Dann stellen wir das Zeug erstmal hier rein. Ist jetzt alles so mehr oder weniger im Umbau begriffen hier, das ganze Haus. Ich weiß, das passt jetzt nicht ganz. Ist jetzt mehr provisorisch. Ja, das schauen wir da mal, wie das alles wird. Dann kann das mal hier rein noch mit. So, das ist das Katzenzimmer mit. Hinten ins Eck kann der Deckenfluter.
Das Spielzeug von der Katze kann hier rein. Und dann haben wir hier praktisch unser Küche-Esszimmer, unseren. Oh, der Teppich, natürlich. Der kann er da mal hier hin oder so. Wie gesagt, das ist jetzt alles noch provisorisch. Wenn ich Geld habe, wird das alles richtig umgebaut dann. Da schauen wir dann aber mal noch. Okay, das kommt. Ach ja, das ist wieder der Gratis-Dingens hier. Das passt. Dann werden wir aber auch hier dann das eher rumziehen. Wurde das jetzt hier auch? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Ich wollte übrigens eher. Ich wollte das auf. Ich kann verwechseln das immer mit dem Stockwerk nach oben und den Wänden. Den Wandmodus ändern. Das verwechsel ich ständig. Dann werden wir das hier mal so ändern, dass hier quasi. Moment, das ist falsch rum. Dass hier die Fenster so stehen. Ja gut, hier fehlt dann eins. Können wir uns da eins leisten noch? Würde gehen, ja. Wenn wir hier in der Mitte dann so ein Fenster noch reinmachen. Jetzt haben wir 20 Simoleons. Wir sollten sparen. Ein bisschen, ne? So, machen wir das mal so. Da haben wir dann auf jeden Fall noch ziemliche Platzreserven in diesem Haus. Das Problem ist, wenn wir jetzt eine Rechnung zahlen müssen, haben wir ein dezentes Problem. Huch! Wer bist denn du? Eine Hexe? Was? Wer bist du? Ich schaue aus wie jemand aus der Zukunft. Aber ich habe Into the Future nicht drin, also kann das an sich nicht sein. Ist das ein Alien? Das ist ein uralter Alien, oder? What the fuck? Was machst du hier? Seriously? Wer ist denn hier fitter von den beiden? Sie. Hör mal auf zu schlafen und verscheuch den Alien. Was passiert denn jetzt hier? Hä? Das ist ein Alien, what the fuck? Was heißt das Haus hier? Dass die gerade auf unserem Grundstück ist, oder was? Das ist eine uralte Alienfrau, was zur Hölle? Ich habe keine Ahnung, was die beiden hier jetzt. What the fuck? Random Alien ist random. Oh, geht's hier jetzt? Okay, dann schlaf du weiter. Genau. Weiter schlafen ist immer gut. Ist ein bisschen leer jetzt hier, ne? Der Grundriss des Hauses ist jetzt wieder einigermaßen gerade. Diese Schrägen, diese Schräge, die wir hier drin hatten, ist jetzt ja wieder weg. Macht aber auch nichts. Ich bin sowieso nicht so der Fan von Schrägen. Gut, eigentlich schon, aber es ist halt leider nicht praktikabel. Weil man hier auch teilweise dann Sachen nicht richtig platzieren kann auch. Das ist immer ein bisschen blöd. Nein, wir geben keine 1000 Simoleons aus. Die haben wir nämlich gar nicht. Ist halt auch blöd, ich hätte vielleicht. Oh! Ja, es ist wegen Frühling. Ich will den Frühling aber eigentlich gar nicht. Ich will Winter. Ich will, dass der Winter naht. Mein Gott. Was macht sie hier oben? Die pennt echt auf der Küchenzeile jetzt. Mann, Gott, ist diese Katze, ne? Da können wir ja die Küche hier praktisch stehen lassen und dann hier einfach noch so eine Essecke reinbauen. Wir haben ja jetzt für Kinder sowieso genügend Platz. Das können wir ja kurz mal im Moment. Das kann ich ja mal kurz umbauen hier. Mache ich das jetzt am blödsten? Ja, das ist auch doof, ne? Ich würde sie gerne direkt an den Stuhl hinstellen, den Dingens, aber das geht ja nicht. Bauen wir das mal so.
machen wir es so. Moment. So. Geht das jetzt? Ja, wunderbar. Machen wir es erstmal so. Haben wir hier etwas zu viel Platz gerade. Aber das wird sich noch ändern, wenn wir wieder Geld haben, weil dann werden wir das Ding auch ein bisschen ausstatten hier. Weil wir brauchen den Platz auch früher oder später, weil mit Lebensfreude und mit ganzen anderen Addons kamen ja auch Freizeitsachen hinzu. Fürs Kind brauchen wir dann was. Und das wird sich schon summieren. Das Problem ist, wir brauchen erstmal Geld. Und das ist momentan auch das größte Problem von allem. Vor allem, weil wir jetzt natürlich ein Kind bekommen, das ja auch Geld kostet. Ja, das wird noch witzig. Ich weiß gar nicht, wie lange sie noch schwanger ist. Steht auch unten nicht da. Ist das random generiert, wie lange das dauert? Oder wie sieht das aus? Es läuft übrigens flüssiger jetzt, das Spiel. Weil ich ein bisschen... Na gut, das heißt flüssig, ein bisschen. Ich habe halt an der Config ein bisschen rumgespielt noch. Wie bei CD6L sozusagen. Aber so allzu viel bringt das auch bei Sims 3 nicht. Das Spiel ist halt leider von vorn bis hinten verkorkst. Muss man zugeben. So. Er ist wach. Gehst du mal duschen? Nee, Moment, duschen müsstest du gar nicht. Du müsstest eher was essen. Du kannst dir mal Frühstück servieren. Du kannst dir mal Waffeln servieren. Während sie hier duschen geht, die Toilette benutzt. Moment, erstmal die Toilette säubert. Ach, wegen der Katze. Katze, geh mal weg. Dann gehst du jetzt mal duschen, säubern, benutzen. Ach, er kann, sie können auch Techtelmechtel in der Dusche veranstalten hier. Na toll. So, das macht sie jetzt erstmal. Wir haben hier zu wenig Lampen im Zimmer, ne? Wir haben hier nur diesen Deckenfluter. Ist vielleicht ein bisschen dunkel. Ja, hier haben wir Lampen, aber hier hinten nicht. Die haben wir auch mitgenommen ins Schlafzimmer hier hinten, glaube ich, ne? Ja. Ich kann mir aber gerade auch keine leisten. Vor allem, weil wir jetzt natürlich für 11 Dollar schon wieder klebrige Carbonara gemacht haben und jetzt nur noch 9 Simoleons haben. Simoleons natürlich. Entschuldigung. Nicht Dollar. Ist das auch mal langsam mal putzfertig? Nein. Okay. Dann bist du mal verschont noch. Was hat sie denn hier? Rückenschmerzen. Ach, wegen Schwangerschaft. Das kann natürlich gut sein, ja. Und es ist Gewitter draußen. Ist natürlich jetzt nicht so schön, aber was hilft's, ne? Oh! Ja, ich glaube das... Ach komm. Warum kann er die... Okay. Räum die Dinger mal auf, das geht so gar nicht. Dann isst man den Snack am besten. Naja, Müsli. Du hast Hunger, du solltest was essen. Das kostet wenigstens nichts. Das Müsli. Und da kann er nichts falsch machen beim... Erstmal ein paar Script-Errors reinhauen hier. Wo zur Hölle ist da gerade Blitz eingeschlagen? Alter. Help. Was hat sie denn jetzt gemacht? Woher kriegt sie jetzt Logikfähigkeiten? Ach so, sie spielt Schach am Rechner. Gut. Error Trap Recorded 3. Okay, ist ja auch egal, was das da oben sagt. Hauptsache die Mods funktionieren und alles. Misty Schwab streichen. Ja gut, das kannst du mal machen. Selbstgemachte Speisen. Nope. Party werden wir nächstes Jahr nicht haben, weil wegen Geld. Wo ist eigentlich die Katze? Ach da. Dann Zuneigung, streicheln. Erfüllen wir ihm den Wunsch gleich mal. Flirten will er auch. Kann er dann auch machen. Flirten. Was will sie? Bisti Schwab bürsten. Bisti, genau, die Bisti. Kekse essen möchtest du? Das bringt aber nicht viel. Das hauen wir weg. Hätten wir zwar oben drin lassen können, ist aber auch egal jetzt. So, du gehst mal... Ja, genau, du brichst es mal ab. Ah, wir brauchen Geld. Es wäre cool, wenn man hier Darlehen aufnehmen könnte. Ich könnte es zwar simulieren mit Motherload oder so, oder halt ein paar anderen Cheats, die es noch gibt, aber das ist auch nicht Sinn der Sache. Das ist nicht Sinn der Sache, leider. Das wäre auch irgendwie... Ich cheate zwar schon im normalen Spiel, aber im Let's Play will ich das jetzt eigentlich wirklich nicht. So, genau. Schau mal du ein bisschen Fernsehen. Ich weiß auch gar nicht, was wir jetzt machen könnten. Sie hat Hunger. Okay. Es ist 9 Uhr, du kannst ja mal frisch... Nee, Moment. Noch einen Snack essen. Marmeladenbrot oder so. Zieh dich mal bitte um. Danke sehr. Was ist das hier? Wird unterhalten von wem auch immer.
Was hast du gerade noch für Wünsche, Sabine? Küssen? Okay, Techtelmechtel? Ja. Ja, nicht, wenn sie schwanger ist. Das ist irgendwie ein bisschen creepy. Finde ich zumindest. Gut, duschen müsstest du eigentlich gar nicht. Aber egal. Was könnten wir denn mit ihm mal machen? Wir könnten... Ich würde es gerne versuchen, weiter mit Angeln. Ich weiß gar nicht, vielleicht geht das auch. Es müsste eigentlich gehen. Ich habe mal nachgelesen, das müsste eigentlich gehen. Das müsste auch schon im Hauptspiel vorhanden sein, diese Fähigkeit. Die Frage ist, ich kann ja mal schauen, ob es im Stadtpark vielleicht geht. Der ist hier oben. Ach, da haben wir mal gewohnt, ist auch schön. Ach, da ist auch dieses Fest, ne? Ich will allerdings gar nicht zum Fest, sondern ich will angeln. Das ist natürlich auch schön. Vielleicht geht das ja da. Wir fahren jetzt da mal hin, können uns ja da mal ein bisschen umschauen, obwohl natürlich morgen sowieso wieder Winter ist, weil ich ja den Winter noch ein bisschen verlängern wollte. Obwohl ich das jetzt schon seit 3 Folgen sage und immer noch kein Winter ist. Aber es geht ja noch ein bisschen. Also der Winter geht ja noch ein bisschen in der Realität. Schauen wir mal, was da noch so kommt. Moment, ich schau mal kurz auf die Uhr. Okay, 3:45 ist es. Also 15:47 Uhr, glaube ich gerade. So. Was ist denn jetzt hier los? In einer Kusskabine einen Kuss bekommen. What the fuck? Ach so, wegen dem Liebesfest hier, da ist das alles ein bisschen... Ja, guck mal, hier kann er jetzt angeln. Dann wollen wir ihm noch dieses Ding mal beibringen. Dieses Fest schauen wir uns dann im Frühling an, wenn offiziell Frühling ist. Aber jetzt ist noch nicht offiziell Frühling, deshalb lassen wir das noch. Was liegt denn hier rum? Festtagsei, was? Was kommt das denn? Unendlich angeln. Angeln, bis zum Anstieg der Angelfähigkeiten angeln. Ja, das kann ich mal machen. Dann schauen wir ihm... Es ist... Endlich ist es wieder warm. Sophia Martingell möchte den Beginn der Jahreszeit mit einer gewaltigen Hausparty feiern. Ja gut, da können wir mal hingehen eigentlich. Das ist ja die Dame... Wer ist jetzt mit ihr befreundet nochmal? Er ist mit ihr befreundet und sie, glaube ich... Nee, sie kennt sie gar nicht, oder? Nee, er ist mit ihr befreundet, genau. Da war ja was natürlich auf dieser komischen Hausparty da letztens. Will ja nicht mal was fangen. Ah, eine Elritze der Qualität. Normal, 5 Simoleons wert. Dienstag um 13 Uhr. Was? Was bringt jetzt dieses Ei? Köder wählen. Was können wir denn da nehmen? Nehmen wir mal das Hühnchentierfutter als Köder und schauen mal, was da frei rauskommt. Ah, das wollte ich gar nicht. Ach, scheiße, jetzt hat das... Na, jetzt hat es abgebrochen. Na. Ah. Da, so, jetzt hat... Was bringt uns jetzt denn dieses Ei? Gar nichts, oder wie? Lose Menge 1. War das jetzt das Ei, oder wie? Hm, kann natürlich gut sein. So, die Fische verkaufen wir natürlich. Auch wenn es nicht viel Geld bringt, aber immerhin... Ja gut, wenn man nur 9 Simoleons hat, bringen 5 Simoleons schon was, ne? So ist das jetzt nicht. Aber ich kann auch auf die Party gar nicht gehen, fällt mir auf. Wir könnten mit Sabine hingehen. Aber die ist ja, glaube ich, nicht eingeladen. Aber er müsste ja heute auch arbeiten um 15 Uhr, ne? Okay, eine Elritze der Qualität, sehr gut. Und ein bisschen was wert. Bringt das was, wenn wir die woanders verkaufen als nur hier? 6 Simoleons ist die wert, okay. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn wir die in irgendeinem Laden vielleicht verkaufen, wenn es überhaupt gehen sollte. Okay, er ist leider durchnässt wegen dem Regen. Also das Frühlingsfest schauen wir uns dann an hier, wenn es wirklich Frühling ist, weil es soll ja jetzt eigentlich Winter sein. Ich arbeite da ja ständig drauf hin, aber es wird irgendwie nie Winter, weil das Spiel mich nicht lässt. Huch! Ist ja gerade einer vom Himmel gefallen oder hat das nur so ausgesehen? Was macht er jetzt? Wie lange angelt er jetzt da? Huch! Kim Marshall hat einige deiner frühen Werke gelesen und hält sie für nicht besonders gut. Beweise dem Sim, dass du dich verbessert hast und schreibe ein Buch, das pro Woche 100 Tantiem einbringt. Dadurch wird sich nicht nur deine Beziehung zu Kim Marshall, sondern auch die Qualität deiner Bücher verbessern. Ja, können wir mal machen. Eine Elritze der Qualität, lecker. Die kann er doch eigentlich auch hier zubereiten, oder?
Was machst du? Zusehen. Warum zusehen? Wer schaut denn da Fernsehen? So, mach mal du. Schreiben. Die Deutsche Bahn weiterschreiben. Ach ja, da war ja was. Da war ja was mit der. Und hier, das sollten wir mal vielleicht ein bisschen entsorgen hier. Was ist denn eigentlich mit der Katze los? Warum ist denn die so grau? War die schon immer so dunkel? Kann gut sein, ne? Ich habe das schon wieder verpeilt. Nein, ich werde jetzt ganz bestimmt keinen Kühlschrank kaufen. Was hast denn du da? Ein Oberstufendiplom, wo auch immer das herkommt. Können wir mal hier hinhängen. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ja gut, die verkaufen wir jetzt einfach mal, weil wir das Geld brauchen. Ich weiß, man könnte es einpflanzen und dann auch mehr Geld damit verdienen, glaube ich. Aber ob uns das so viel bringt, ist die andere Frage. Das kann ich leider nicht verkaufen. Die Lose für 5 Dollar bringt jetzt auch nicht so viel. Der für 6 Dollar auch nicht unbedingt, aber es summiert sich ja. Also es geht schon, ne? Summiert sich dann alles. So, schauen wir mal, was jetzt noch hier kommt. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch allzu viel fangen wird. Er hat auf jeden Fall Level 3 der Angelfähigkeit jetzt. Er hat aber nichts gefangen, leider. Ich weiß gar nicht, wir können auch dann vermutlich in andere Gewässer um zu angeln und müssen nicht im Stadtpark angeln. Das wäre ja auch mal an sich eine Sache. Deswegen breche ich das jetzt auch mal ab und wir gehen... Er muss halt schon wieder nicht arbeiten, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das ziemlich random ist, wann man hier... Das ist ein bisschen komisch. Folgende Fischarten können hier gefangen werden. Ritze, Goldfisch, Forelle, roter Heron, unbekannter Fisch. Gut. Dann wollen wir hier mal mit Hühnchentierfutter angeln, was auch immer man da fangen kann. Ich weiß es nicht. Er müsste ja jetzt hierher kommen. Ist immer noch durchnässt. Es wird sich jetzt aber wieder geben, hoffe ich. Ach, da hatten wir ja unsere Wildpferdbegegnungen, ne? So, die Deutsche Bahn hat uns 32 Simoleons eingebracht für die nächsten Kapitel. Das finde ich super. Kann die auch mal was Sinnvolles machen, die Bahn? Das Pferd hier, ne? Einfach mal so ein random Wildpferd. Aber warum muss er heute nicht arbeiten? Das ist mir noch nicht ganz... Ist das trotzdem wegen dem Fest hier, dass er heute nicht arbeiten muss? Weil er heute einfach frei ist für alle? Das kann natürlich gut sein. Oh, lecker. Mindestens 10 Simoleons. Ja, die haben ihn bei der Party vermisst. Ich hätte natürlich hingehen können, aber ich wusste nicht, dass der jetzt nicht arbeiten muss. Tja. Eine Forelle. Gut, die behalten wir mal. Die will ich heute Abend braten, wenn das geht. Müsste eigentlich, oder? Lass mal ihn nochmal fertig angeln hier. Dann kann er wieder nach Hause gehen. Dann schauen wir mal, was noch auf uns zukommt. Ach, guck mal. Eine Forelle der Qualität normal. Da haben wir jetzt eine... Eine können wir mal verkaufen. Qualität normal, ja, gut. Das macht aber auch nichts. Normal passt schon. Ach, guck mal, nochmal 32 Simoleons. Für was denn? Für nur ein paar Kapitel, oder wie? Vermutlich, ne? Ja, wir müssen jetzt langsam wieder nach Hause. Er muss ja morgen spielen. Hat ja morgen sein Spiel noch. Und er müsste eigentlich auch gleich aufsteigen, oder? Ja. Oh, 385 Simoleons. What the fuck? Wo auch immer wir die jetzt hier haben. Vermutlich von Sabine, ne? Warum schreibst du nicht mehr? Warum schreibst du nicht? Ist der Rechner kaputt oder was? Hä? Ach so. Ich kann mir vorstellen, was gerade los ist. Hä? Warum kann ich den Rechner nicht mehr benutzen? Warum kann sie überhaupt nichts mehr benutzen? Ach ja, ich kann es mir denken. Schnell nach Hause! Ja, sie bekommt das Baby, deshalb schreibt sie nicht weiter. Ja, das ist jetzt natürlich toll. Komm, ab mit dir ins Krankenhaus. Na, danke. Go, go. Go, go. Nee, sag ich jetzt nicht mehr. Ist mir... Bla, bla und so. Alter, ich bin heute... Entschuldigung, ich glaube, mein Hirn ist heute irgendwie auf Standby-Modus oder so. Ich kann heute nicht denken. Das Schlosschen da oben ist auch hübsch, ne? Ich sag da nichts dazu. Habe ich aber, glaube ich, schon mal erwähnt, was das darstellen soll. Wenn mich nicht alles täuscht. Das Schloss hier oben, das man jetzt nicht sieht, was von...
Bäumen verdeckt ist. So, dann wollen wir mal warten, was rauskommt dabei, ne? Huch. Ja, dann halt nicht. Wie lange wird das jetzt dauern? Mutter besuchen, Baby im Krankenhaus bekommen. Ja, die werdende Mutter wohl eher, ne? Und die Katze ist am Schlafen, natürlich. Ich beschleunige es mal, weil das ja gerade nicht sonderlich spannend ist. Ah, es ist ein kleiner Junge. Jetzt ist das Problem, ich habe mir null Namen überlegt dafür. Wie nenne ich den? Ist jetzt ein Problem. Ich habe eine Idee. So. Derjenige, der mich jetzt, der das kennt, wird mich jetzt vermutlich erschlagen, aber naja. was ist er denn? Athletisch, begeistert, böse, Chaot? Keine Ahnung. Moment, was nehmen wir denn da? Soll er ein Athlet werden? Soll er nach seinem Vater kommen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß es gerade echt nicht. Er ist auf jeden Fall freundlich, weil das ein Grundkriterium ist, glaube ich. Was kriegen wir, geben wir ihm denn noch? Ach, machen wir mal Chaot. Einfach weil wegen Baum. So. So, wir haben ein Kind. Ja, ich bin gerade überfordert. Das geht mir gerade ein bisschen schnell, wie ihr hier reinkommt. Leute, immer mit der Ruhe. So, wo ist unser Haus eigentlich hier hinten, ne? Ja. Es steht ein bisschen einsam, ohne Gartenzaun, ohne nix da, ne? So. Wie geht's ihm denn? Ganz gut, er möchte nur schlafen scheinbar. Leg ihn mal ins Kinderbett, den kleinen Tobias. So. Da kannst du hoffentlich auch wieder was tun hier. Ja, jetzt geht's auch wieder. Ich dachte mir schon, warum kann man ihm mit ihr jetzt nichts machen? Du hast jetzt erstmal dir dein Essen verdient, glaube ich. Ach, es ist wieder Winter, oder? Es schneit zumindest. In ein Tagen ist Winter, ja. Genau, du kannst jetzt mal das benutzen. Und dann wirst du dir einen Hot Dogs mal machen. Ich glaube, du wirst Hunger haben, schätze ich mal. Gut, dann gehst du halt nicht aufs Klo. Oh Mann. Der Junge schläft, das ist ganz gut. So, es ist ein Junge. Genau, das müsste ja einen gewissen Boost an Lebensbelohnungspunkten haben, beschert haben da. Na komm, das Säubern übernimmt dann mal eher. Du gehst dann auf jeden Fall noch duschen. So kannst du ja mal säubern. Wobei das jetzt vermutlich nichts werden wird. Was hat er denn jetzt gemacht? Ja gut, dann iss mal du jetzt die... Nein! Nix zu... Oh. Ich weiß, dass du Hunger hast. Oh, Mann Gottes, Leute. Ihr macht mich noch fertig, ihr zwei, ne? Wisst ihr das? Ach, sie macht das eh in der Mikrowelle, okay. Dann kann er ja danach mal dann... das aufräumen und dann den Ofen säubern. Da muss er sich auf jeden Fall auch duschen. So, wir müssen uns auf jeden Fall gut um ihn kümmern, ist klar. Ja, gut, ist ein Kind, was soll man sonst machen, ne? Was haben wir denn hier? Fähigkeit Gartenarbeit lernen. Ist jetzt nicht unbedingt dein Job, glaube ich. Das macht eher die Sabine. Das kann er machen. Techtelmechtel mache ich jetzt mal weg hier. Das kann er ja machen. Das lässt sich leicht einrichten. Einweihungsparty veranstalten. Nope. Für was eine Einweihungsparty? Habt das Haus schon länger jetzt? Ja, muss ich jetzt nicht verstehen. So, was macht er denn? Er ist noch in seiner Schleife. Das ist gut. Hot Dogs, kannst du da mal noch die Reste wegstellen, wenn du fertig bist? Das machst du mal noch danach, dann vorm Duschen. Ach ja. Sie hat immer noch Hunger. Hat sie keine Hot Dogs gegessen? Dann stellst du mal die Reste lieber nicht weg, sondern dass sie erstmal noch was essen kann. Wie geht's ihm? Gut, okay. Wir lassen ihn jetzt erstmal schlafen, den Kleinen. Dann schauen wir mal weiter.
Wer ist das jetzt? Ach, das ist Mark. Ich dachte mir schon, what the fuck, wer kommt da jetzt? So, Rechnungen haben wir gerade keine, das finde ich schon mal super. Wir haben ein bisschen Geld, eigentlich. Ich weiß nur noch nicht, ob ich das jetzt überhaupt nutzen möchte. Kann ja eigentlich jetzt mal seine Forelle in den Kühlschrank legen. Das wollte er eigentlich lesen, die Gelegenheit habe ich auch verpasst, ne? So. Es ist ein Junge. Stramme kleine Jungs sind ein Gewinn für jede Familie, wegen neuem Baby. Ja gut, ein altes Baby wäre komisch. So, sie ist auf jeden Fall jetzt mal, das ist gut. Dann kannst du ja doch mal schlafen gehen, ich glaube, du hast da genügend geschafft. Und er kann ja nach dem Duschen dann nochmal kurz aufs Klo gehen. Und mal nach dem Kind schauen noch. Mal mit ihm kuscheln. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, ihn aufzuwecken, aber man sollte schon nochmal nachschauen vielleicht. Sauber, hübscher Anblick und... ja. Frühlingsflirt bei einem Baby ist jetzt ein bisschen creepy, aber naja. Bisschen blöde Formulierung vielleicht. Kuschelbär von Wackelkopf benennen. Wie heißt denn der Kuschelbär mal? Tina. Ja gut, der kann so bleiben, ist eigentlich egal. So Tina Turner wahrscheinlich. Also sollte ihm ja jetzt erstmal den Wunsch erfüllen hier. Genau. So klebrige Carbonara. Nope. So, was kannst du denn mit dem Jungen noch machen? Flasche geben braucht er nicht. Spielen. Kuscheln. Ihr müsst euch auf jeden Fall gut verstehen. Ja, das ist halt Bekannter und Sohn, aber das müssen wir jetzt halt noch ändern, dass das irgendwie ins Positive wechselt. Oh, Misty möchte mit Mark Freundschaft fürs Leben schließen. Das finde ich super. Wo ist die Katze überhaupt hier? Oh, die Katze ist schon süß, ne? Freunde fürs Leben, aber das hatten wir doch schon mal, hätte ich gedacht. Wie geht's ihm denn? Ah, ganz gut eigentlich, ne? Hunger hat er noch nicht so. Und da kannst du ihn ja ins Kinderbett legen und dann kann er wieder schlafen. Und dann gehst du auch mal schlafen. So, wir haben ein Kind, ne? Ist jetzt auch schön. Ist wenigstens wieder mal ein bisschen Action hier, vor allem wenn der Junge dann erwachsen wird. Wir kümmern uns jetzt erstmal ein paar Tage so als Baby um ihn. Und dann wird er langsam zum Kleinkind. Ich habe ja die Alterung deaktiviert. Wobei ich mal kurz schauen muss, ob das immer noch so ist. Ja, die Optionen wurden durch die Installation von Lebensfreude nicht geändert. Das finde ich schon mal gut. Hat sie jetzt eigentlich besondere Beziehungen zu ihrem Kind? Auch nicht wirklich bekannter halt. Das müssen wir alles ändern, dass die Beziehung gut wird, weil sonst fürchte ich, wird das ein bisschen schwieriger, wenn man das Kind dann erwachsen werden lässt. Er liegt. Kann er nicht mal schlafen? Können wir ihm nicht sagen, dass er schlafen soll? Nein, okay, er macht also praktisch, was er möchte. Gut. Ist ja dann an sich auch nicht schlecht. Favoriten. Hip-Hop, what the fuck? Dim Sum und Rot. Aha. Der mag Hip-Hop, das kommt mir nicht ins Haus, das Kind, das müssen wir gleich wieder... Das geht ja gar nicht. Entschuldigung. Nee, ich hab nichts gegen Leute, die Hip-Hop mögen, aber diese ganzen komischen Hip-Hop-Gangster da, die sind echt so lächerlich. Ich finde das immer so lächerlich dann, aber naja, ich hab nichts gegen Leute, die ernsthaft Hip-Hop hören und die Musikrichtung auch mögen, aber dieses ganze Gangster-Shit da, das ist so lächerlich, Entschuldigung. So, wir haben hübsch dekoriert. Ach ja, wegen dem hier. Weil das Schlafzimmer... Ja gut, das Schlafzimmer finde ich echt super. Das passt so, das will ich auch nicht mehr ändern. Weil es mir eigentlich echt gut gefällt. Gut, ich dachte schon, jetzt backt wieder irgendwas rum. Hat es auch, aber nicht so, wie ich das mir dachte. Ich würde dieses Zimmer aber doch gern mal ein bisschen mehr farbiger haben. Ein bisschen... Ja, ein bisschen fröhlicher, ein bisschen moderner, aber wir brauchen dafür erstmal mehr Geld. Und dafür schauen wir jetzt mal, dass er das Sportspiel gewinnt. Also sein Fußball da. Und es ist übrigens wieder Winter, das heißt, wir werden jetzt mal, Moment, den Frühling deaktivieren, den Winter 14 Tage lassen. Wir wollten ja Winter, dann machen wir das hier so, 14 Tage, 14 Tage und 14 Tage. Das sollte reichen. Dann darf er jetzt in 14 Tagen wieder beendet sein, der Winter. Dann haben wir Frühling.
Weil das sind, glaube ich, bessere Intervalle für die Jahreszeiten, vor allem weil wir halt auch ja, in der Realität ein bisschen länger Winter haben als hier. Wie lange schlafen die beiden? 8:30 Uhr und 7 Uhr. Ihm geht's ganz gut eigentlich. Er wird nur vermutlich gleich in die Hose machen. Wenn sie dann aufsteht, kann sie sich eigentlich mal um ihn kümmern, kann ihn füttern. Flasche geben müssten wir. Dann natürlich noch das Übliche. Kuscheln. Spielen. Und das Übliche, ne? Kuscheln. Halten jetzt nicht unbedingt. Ist ein bisschen sinnfrei, glaube ich. Spielen, spielen. Kuscheln. So. Sollte erstmal für den Anfang reichen. Was ist denn mit der Katze los? Die schläft schon wieder auf der Küche. Ja gut, solange sie nicht auf dem eingeschalteten Ofen schläft, passt das schon, ne? Ja, Kind schreit. Ja, Kind geht's auch nicht so gut. Hungrig, ja. Aber das wird gleich geändert, weil Sabine ist ja da, Mama ist da und füttert dich. Und wir haben 6 Uhr, weil das Ding wieder umschaltet. So, damit dürfte es ihm jetzt wieder ganz gut gehen. Er muss nur dann vermutlich gleich gewickelt werden. Wie sieht's damit aus? Was macht sie denn jetzt? Getragen werden. Ach so, was macht sie? Tobias tragen. Ah ja, okay. Gehen wir mal hier. Kann sie währenddessen. Was macht sie denn jetzt, wenn ich hier sage, schreiben? Was, nimmt sie ihn dann mit oder legt sie ihn jetzt irgendwie random auf den Boden? Ach, sie legt ihn ins Bett, okay. Gut, ich denke, er wird sowieso schreien, wenn er neue Windeln braucht. Beziehungsweise jetzt dann eh bald mal schlafen wird, glaube ich. Es wäre super, wenn du jetzt nicht trainierst, weil du dann erstens stinkst wie nochmal was und zweitens musst du später noch spielen. Deswegen solltest du dich eher ausruhen. Das wäre jetzt nicht so gut, wenn du noch ermüdet bist, auch noch wegen. Naja, das wäre nicht so toll, glaube ich. Sämtliches Geschirr auf dem Grundstück abspülen ist mal eine gute Idee. So, Tobias schläft. Er wird sich aber bald in die Hosen machen, vermutlich. Was jetzt natürlich nicht sonderlich schön ist, aber naja. Er wird sich dann schon, denke ich, melden, wenn das soweit ist. Was liegt denn hier rum? Hat die Katze da hingekotzt oder was ist da los? Schaut zumindest so aus. Ah, ich finde den Winter schön hier bei Sims. Muss ich ehrlich zugeben. Ach so, ich kann loben für ordentlich sein und. Moment. Katze. Verstärkende Maßnahmen. Loben für nicht zerstörerisch sein. Dann wollen wir sie noch mal ein bisschen trainieren. Miets, miets. Ach, guck mal, eine Rechnung, oder? Onkel Clemens hat sich total über die tollen Neuigkeiten gefreut. Er hat Tobias Schwald auf einen Freund aus seiner magischen Spielzeugfabrik geschickt, der Tobias Gesellschaft leisten soll. Tobias sollte eine Beziehung zu ihm aufbauen und ganz genau aufpassen, was geschieht, wenn er älter wird. Geh die Post holen, um sie im Inventar von Tobias zu platzieren. Gut, können wir machen. Ist das doch keine Rechnung? Wie geht's ihm? Er wird jetzt vermutlich bald seine Probleme mit dem Harndrang bekommen. Okay, hier ist alles in Ordnung. Sie schreibt ihr Buch weiter, ist auch, glaube ich, bald fertig. Bevor das jetzt. Ich weiß gar nicht, wir müssen jetzt mal schauen, dass. Müssen jetzt warten, bis er in die Hosen macht, glaube ich, oder? What the fuck? Wer ist denn bitte Oopsie Daisy Marshall? What the fuck? Game, please. Es wird auch gerade nicht weniger von dem Harndrang, nicht viel zumindest, ne? Wird es weniger? Irgendwie nicht. Ah, jetzt hat. Das habe ich gemeint. Jetzt hat er sich nämlich so ein bisschen eingestuhlt. Das muss jetzt nicht sein. So, schmutzige Windeln wechseln. Das solltest du machen. Dann kannst du noch mal ein bisschen kuscheln. Spielen. Kuscheln, spielen. Der wird schon von selber aufwachen, schätze ich mal. Die sollen sich ja alle mit dem Jungen anfreunden. Sonst wird das alles ein bisschen kompliziert für dich. Es wird ja langsam.
So, ihm geht's wieder ganz gut jetzt normalerweise. Ja, genau. Hygiene steigt. Sozial müsste bald steigen, der Hunger ebenfalls. Hunger nicht, den müssen wir ihn ja füttern. So, sie schreibt noch. Okay. Was passiert jetzt hier? Teich Schlittschuh laufen? Nope. Wir kaufen auch kein Hufeisenfeld, liebe Sabine. Und das Wetter kannst du mal prüfen, wenn du willst. Wenn Sabine hier fertig ist. Wobei du sowieso spielen musst heute. Und zwar um 15 Uhr. Und um 14 Uhr kommt deshalb ja auch die Fahrgemeinschaft. Was macht er denn? Ach, mit ihm spielen, okay. Da kannst du ihn ja wieder ins Kinderbett legen und mal benutzen. Ne, Moment. Säubern. Benutzen. Duschen. Dass du fit für dein Spiel bist nachmittags. Warum habe ich jetzt erst säubern und dann benutzen? Das war jetzt irgendwie sinnfrei. Naja, andersrum wäre es ein bisschen sinnvoller gewesen. Tja. Er hat Hunger. Solltest du ihn mal füttern oder warten wir, bis er schreit? Weiß ich nicht. Ihm geht es ja gar ganz gut, dem Tobias. Deswegen passt es schon. Der bleibt jetzt erstmal im Kinderbett. Auch wenn... Es ist natürlich blöd, dass das jetzt im eigenen Zimmer ist. Wir könnten ihn ins Wohnzimmer rüberstellen, aber ist auch nicht wirklich effektiv, weil wir sehen es ja, wenn ihm was fehlt. Deswegen geht das schon. So, du hast gerade nicht viel Spaß. Durchaus verständlich, wenn du hier in deinem Buch schreibst. Festtagsbeleuchtung aufhängen haben wir doch schon. Moment. Machen wir mal weiß. Mehrfarbig, Entschuldigung. Ist doch putzig, oder? Finde ich cool. Also das Feature mit der Weihnachtsbeleuchtung finde ich echt klasse. Dass sowas auch, so Kleinigkeiten einprogrammiert werden. Es müsste halt jetzt nur noch... Gut, es läuft jetzt eigentlich auch ganz gut, Sims 3. Es ruckelt halt ständig, aber naja. Man kann es spielen. Ich habe ihm nur halt ein bisschen mehr Grafikspeicher zugewiesen in dem Spiel. Das geht dann schon klar. So, du hast dein Buch fertig, ne? Und die Gelegenheit abgeschlossen. Nur wenige können so lustig schreiben wie Sabine. Der Sim hat soeben die Deutsche Bahn beendet. Die 320 Seiten werden alle jene erfreuen, die zum Lachen nicht in den Keller gehen. Sabine erhält 6 Tantiemen über 426 Simoleons. Wunderbar. Wir müssen die Schreibfähigkeit unbedingt noch weiter ausbauen, dann wird es auch mit ihr. Du kannst ja da mal ein bisschen... er kann ja da mal die Wetterdaten abrufen. Obwohl, die Gelegenheit ist eh schon wieder weg. Gut, dann kannst du da noch erstmal den Jungen füttern hier. Flasche geben und dann Computerspiele spielen. Moment. Spiel mal Schach. Dann lernst du auch deine Logikfähigkeit noch ein bisschen weiter auszubauen. Wann muss er arbeiten? In 10 Minuten muss er in die Arbeit. Er ist aber gut beieinander, also sollte das eigentlich funktionieren. Machst du denn? Ach, die Katze streicheln. Natürlich. So, Fahrgemeinschaft ist da und er fährt zur Arbeit. Dann schauen wir mal, was da rauskommt dabei. Wir können ihm das jetzt nicht sagen, wie er spielen soll, ne? Wäre auch zu schön. Du solltest dann auf jeden Fall noch mal ein bisschen socialisen mit ihm. Man kann halt leider nur kuscheln und spielen mit ihm. Gut, was soll man noch sonst mit dem Kind machen können, ne? Nee, du spielst jetzt keinen Schach, du spielst jetzt mit deinem Kind. Hab's mir anders überlegt, Entschuldigung. Das ist für Kleinkinder hier, ne? Das kann ein Säugling noch nicht benutzen. Ich will heute auf jeden Fall mal schauen, dass sich die beiden hier miteinander anfreunden. Solltest dann auf jeden Fall mal aufs Klo gehen. Und... Oh, Warteschlange ist voll, das hatte ich auch noch nie. Duschen. So. Haben wir das. Und dann kannst du mal Schach spielen. So, haben wir das. Lass mal die Warteschlange abarbeiten hier gerade. Wie sieht es jetzt bei ihm aus? Er hat jetzt gerade das Aufwärmtraining. Es müsste ja gleich das Spiel laufen eigentlich.
Können wir ihm jetzt hier zuschauen? Also kann sie hier zum Beispiel in das Stadion fahren und ihm zuschauen? Spiel kostenlos ansehen. Ja gut, dann müssen wir aber das Kind allein lassen. Das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Das können wir nicht bringen. So, was macht Katze? Katze spielt. Mit der machen wir auch viel zu wenig eigentlich, ne? Ich glaube, die fühlt sich vielleicht ein bisschen vernachlässigt, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube eher nicht. Ist eine Katze, ne? Die kann sich schon selber beschäftigen. So ist das jetzt nicht. So, mach mal nichts mit ihr, sondern spiel lieber Schach. Dem Kind geht's gut, wunderbar. So, ist ja schon im Spiel. Ja. Okay, sie verlieren schon wieder haushoch. Finde ich ja klasse. 1 zu 5 ist immer gut. Ist natürlich sehr schade, dass die immer so haushoch verlieren. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie beeinflussen kann. Oder ob das einfach mit der Zeit besser wird dann. Huch! Eine Lehrerin und ihre Klasse verkaufen an der örtlichen Schule Backwaren für einen guten Zweck und haben dich gebeten, daran teilzunehmen. Backe 2 Gruppenmahlzeiten Kekse und bring sie zu der Schule vorbei, um mit dir etwas dazu zu verdienen. Ja, können wir mal machen. Kannst du ja mal machen und die können wir dann ja mitnehmen. Können wir überhaupt Kekse backen? Ich glaube, dass wir das gar nicht können. Huch. Nee, keinen Kürbiskuchen, aber du kannst doch gar keine Kekse, oder? Nee, das können wir gar nicht. Gut, dann können wir die Gelegenheit an sich auch nicht abschließen. Und das wird auch nicht funktionieren, weil wir auch so verlieren. Ist jetzt blöd, ne? Ich meine, 1 zu 12 ist schon... Ich meine, wir kriegen dafür 1077, aber... Aha. Heute war der erste Jahrestag der Arbeit. Seine Kollegen haben zu diesem Anlass eine Party veranstaltet. Okay. Das mit der Kekse, den Kekse-Mahlzeiten könnten wir... Das Blöde ist, ich weiß nicht, ob man die abbrechen kann. Moment, kann ich das vielleicht? Ich schau mal. Huch! Nein, will ich nicht. Schule. Nein? Nein, 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 nein. Okay. Wo ist er denn überhaupt jetzt? Daheim, oder? Ja, er ist daheim. Gut. Die Party, die sie veranstaltet haben, weiß ich nicht. Muss er da hin, oder wie schaut's aus? Ich kann ja mal schauen, ob da irgendwas verzeichnet wurde, dass es hier eine Party gäbe. Nachbarschaftstieradoption, da waren wir ja schon mal. Hier sieht es aber auch nicht aus, als würde es hier eine Party geben irgendwo. Nee, sieht nicht so aus. Dann wollen wir das mal lassen. Kannst ja mal noch was essen. Haben wir noch was im Kühlschrank? Carbonara haben wir noch im Kühlschrank, wobei ich mir nicht sicher bin, ob die noch gut sind. So, wir wollen das Kind mal wieder ein bisschen mit Liebe überfordern hier. Muss ja auch sein, ne? Wie gesagt, ich glaube, das würde sonst Probleme geben, wenn wir hier das nicht machen, wenn das Kind dann mal älter wird. So, du kannst mal Schach spielen bis zum nächsten Level und dann wirst du... Wird sie ein neues Buch anfangen? Ich weiß es nicht. Komisch. Werden wir dann sehen. Was macht er? Ach ja, ist beim Kind. Mit Josie plaudern. Er ist ein Josie. Nee, danke. Brauchst du jetzt nicht machen. Tut mir leid. Solltest du übrigens aufräumen auch mal, ne? Sämtliches Geschirr auf dem Grundstück, dann haben wir da auch wieder einen Vorteil. Wie geht's denn dem Kind? Das wird sich bald wieder einstuhlen hier, blöderweise. In die Luft geworfen werden, genau. Aber bitte fangen, ne? Naja, ich gehe zwar davon aus, dass er das schon tut. Ja, das nenne ich jetzt nicht in die Luft werfen, aber ich glaube, das andere wäre auch ein bisschen zu gefährlich, wenn man das wörtlich nimmt. So, wir haben jetzt gerade 2000 Simoleons. Das finde ich natürlich ganz klasse. Wir könnten uns jetzt tatsächlich mehr einrichten, allerdings weiß ich nicht, ob ich das momentan möchte. Ich will mir erst noch ein bisschen was zusammensparen.
dass ich dann wirklich richtig was einrichten kann und nicht wieder so einen halben Raum und dann war es das wieder. Okay, ja. Du wirst jetzt dann, wenn du hier fertig bist... Ja gut, das macht lieber er jetzt. Schmutzige Windel wechseln, genau. Dann kannst du ihm mal noch die Flasche geben. So. Können wir dem Kind eigentlich vorlesen? Ich glaube, das bringt doch nichts bei einem Säugling, ne? Es bringt erst was, wenn das Kind mal im Kleinkindalter dann ist. So, du hast mit der Katze ein bisschen Spaß. Das hört sich irgendwie ziemlich doppeldeutig an. Vielleicht denke ich da auch wieder zu schmutzig für sowas. So, bist du bald mal dein Logik-Level verbessern? Wäre super von dir. So, Logik-Level 7 finde ich cool. Dann schauen wir mal. Ich weiß, das Kind wird gerade ein bisschen mit Liebe überschüttet, aber wir müssen jetzt auch mal die Sabine ein bisschen ranführen hier. Es ist halt blöd, dass man hier so wenig Aktion hat. Theoretisch. Also so wenig verschiedene Aktionen, meine ich jetzt. Weil jetzt müssen wir halt immer wieder das Gleiche abwechselnd wiederholen. Das ist zwar auch ganz gut für die Beziehung, aber es wäre halt schön, wenn es ein bisschen abwechselnder wäre. Aber es steigt ja. Das ist ja alles, was zählt hier. So, er wird jetzt vermutlich eh gleich schlafen. Ach ja, mit dem Laserpointer. Das Lieblingsspielzeug aller Katzen. Zumindest der meisten. Was macht sie denn jetzt? Ach, sie geht schon. Du gehst jetzt nicht schlafen. Es ist 22 Uhr, mein Gott, junge Dame. Du wirst jetzt erstmal noch kurz was essen. Iss mal ein Müsli, dann gehst du noch kurz aufs Klo. Und dann kannst du schlafen. Okay, dann kann sie wieder nicht mehr schlafen, weil ihre Energie zu hoch ist, oder wie? Doch, kann sie. Gut. Marc, du wirst da mal für das Baby verantwortlich gemacht, ne? Ich hoffe mal... Ja gut, das kriegt er schon hin, glaube ich. Soweit. Wenn er sich nicht gerade von der Katze komplett ablenken lässt. Nein, ich kaufe kein Trainingsgerät für dich und einen Hirsch wirst du auch nicht beobachten, weil mir das... Weil ich jetzt gerade keinen Bock habe, einen Hirsch zu suchen. Jetzt rennt wahrscheinlich gleich einer rum oder so. Das würde mich jetzt nicht wundern. Okay, tut er aber nicht gut. Ich dachte schon, das wäre jetzt wirklich blöd gewesen. Hinten kommen dann noch so ein paar Freizeitbeschäftigungseinrichtungen hin, sozusagen. Vielleicht wird da auch der Schreibtisch da hinten hingestellt, wenn wir hier dann eventuell einen größeren Fernseher mal kaufen sollten oder so. Ich kann ja mal schauen, was so ein Teil kostet, wenn wir mal so einen größeren Fernseher kaufen sollten. Zu viel vermutlich. Jep, eindeutig zu viel. Ich meine, wir könnten uns sowas kaufen, das würde sie ja auch gut machen, aber ich hätte dann schon gern sowas in die Richtung, so ein Riesenteil halt dann. Schauen wir mal, ob das noch was wird. Die sind da dann jetzt auch so extrem teuer, dass man sich die eigentlich nicht vernünftig leisten kann. Ich muss aber trotzdem jetzt mal hier für Licht sorgen. Dass hier zumindest mal ein bisschen Helligkeit reinkommt. Oh, Moment, wo habe ich denn das jetzt hin platziert? Das war die falsche. Ich muss zwei Fliesen nach vorne. Gut, dann passt's. Dann sind sie gleichmäßig. Da haben wir hier auch mal Licht. Und hinten fehlt auch noch ein Licht. Entschuldigung. Das müsste, glaube ich, so... Ja, genau. Das ist so platziert. So. Haben wir das. Er hat Spaß. Was ist mit ihm? Energie. Er wird bald schlafen. Okay, gut. Du hast dich ja schon ein bisschen mit deinem Sohn angefreundet hier. Sabine geht jetzt ja dann sowieso schlafen. Hört man ja auch ganz gut. Du kannst ja noch mal ein bisschen mit deinem Sohn spielen. Dass wir noch ein bisschen das Level pushen können. Ich mache diese... Bekanntheitslevel jetzt hier einfach voll und dann werde ich das Kind altern lassen. Dass es halt ein Kleinkind wird, dann können wir auch ein bisschen mehr mit dem anfangen. Wenn auch nicht sonderlich viel, aber trotzdem.
Aussehen überprüfen mit Kind. Oder wie? Nee, er legt ihn weg. Okay, gut. Ich denke, der wird dann sowieso bald schlafen. Wobei natürlich Haaren dran gerade ein bisschen schlecht ist. Das heißt, die werden vermutlich in der Nacht irgendwann aufstehen müssen und ihren Sohn wickeln. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Tja. Warum sind die Lichter schon wieder alle an? Es ist echt schlimm, dass die nicht automatisch ausgehen dann auch, ne? Müssten sie doch... Ach, das ist Dingens Error Trap vermutlich. Oder halt einer dieser ganzen Ding-Mods. Diese ganzen NRAS-Mods, die hier was machen. Ach, die Katze ist wach, deshalb. Okay, wenn er aufsteht, wird er auf jeden Fall mal Pfannkuchenreste essen. Wobei ich mich irgendwie frage, warum die immer noch essbar sind. Ich meine, die sind ja da schon ein Weilchen drin jetzt. Dann das Ganze durchziehen hier. Wenn du aufstehst, wirst du dich mal um deinen Sohn kümmern, dass er hier gefüttert wird. Und dann noch ein bisschen mit ihm spielen, bis er sich wieder mal voll macht. So. Einheiten-Ding Warteschlange voll, das ist immer gut. Was ist eigentlich mit der Katze? Was miaut die denn so armselig? Ach, die kratzt sich. Wie geht's ihr eigentlich? Ja, gut, ich glaube, der geht's ganz gut. Der hat auch Soziallevel ziemlich voll. Der Napf wird auch nie leer irgendwie. Aus unerfindlichen Gründen. Und wir erreichen auch bald wieder eine Aufnahmepause. Okay, sie wird gerade sowieso vom Kind geweckt, die Sabine. Was hat er denn, der Junge? Hunger, natürlich. Mami ist da, Mami ist da, keine Sorge. Was war das gerade für ein Status? Habe ich jetzt nicht mehr gesehen. So, er zieht jetzt auch seine Morgenroutine durch da hoffentlich. Ja, ich gehe mal davon aus, dass er das tut. Wenn er schon an den Kühlschrank geht, würde er das, denke ich, machen. Wie geht's ihm? Sozial ist wieder perfekt. Wunderbar. So, wollen wir mal noch ein bisschen weitermachen hier. Ich bin echt gespannt, wie das Kind aussieht, wenn es mal älter wird. Bin ich echt gespannt. Wie sieht es denn mit ihm aus? Haaren dran, kommt bald. Was können wir denn da eigentlich betrachten? Okay, das bringt viel, das zu betrachten. Muss man echt mal zugeben. Du hast Hunger, ne? Wie viel Uhr haben wir es denn? 7 Uhr? Gut, dann kannst du auch mal so Pfannkuchen essen. Ich hoffe, die sind noch nicht schlecht. Duschen... Säubern können wir gerade nicht. Sind dann halt schon sauber, Gott sei Dank. Das ist aber schon wieder dreckig. Ach, natürlich. Was macht denn die Katze da? Markiert werden, natürlich. Kannst du eigentlich mal dieses Klo zu selbstreinigend upgraden? Das wäre sehr freundlich. Ach, guck mal. Das Winterfest ist da. Ja gut, es... Waren wir ja schon, ne? Können wir aber auch nochmal hingehen irgendwann, nächste Folge. Mal schauen. Wir können ja erstmal schauen, dass sie vielleicht noch das Klo mal upgradet, dass wir das nicht immer putzen müssen. Ach, guck mal, macht er automatisch. Super. Finde ich gut von dir, Mark, dass du das so freiwillig machst hier. Ich hoffe, das geht recht schnell bei ihr. Fürchte aber fast nicht. Das wird vermutlich ein bisschen dauern. Jupp, dauert ein bisschen. So, ihm geht's gut. Aussehen überprüfen, natürlich. Nimm mal lieber deinen Sohn hoch und spiel mit dem ein bisschen. Das arme Kind, ne? Wird ständig rumgeworfen und rumgekuschelt und rumgespielt und rumgeworfen und was weiß ich alles. Ich habe mich, glaube ich, jetzt wiederholt, aber naja.
So. Alter, wie sie hier rumhaut auf dem Klo. Aber hoffentlich ist das dann selbstreinigend. Das fände ich schon mal cool. Dann müssen wir das Ding wenigstens nicht mehr putzen. Super, es ist selbstreinigend. Wunderbar. Kannst du vielleicht dann mal nichts machen, weil wir eine Aufnahmepause machen jetzt. Ich würde sagen, man sieht sich in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ja, bis zur nächsten Folge und bis dahin. Servus.